Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Illusion of Time. Ich weiß jetzt, wie wir weiter vorankommen. Ich hab's herausgekriegt. Hat eine Weile gedauert, wirklich. Oh Mann. Naja, wie dem auch sei. Wir waren mit der Spielehalle, beziehungsweise das Geld, was wir verdienen müssen für diese netten Kreaturen, waren wir gar nicht so verkehrt gewesen. Nicht müssen wir hier in die Spielehalle, da dürfen wir es ja nicht, sondern müssen auf das Kleeblatt warten. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier war. Warten wir ab, da kommt's. Da ist es. Und dann schweben wir jetzt einfach mit dem Kleeblatt hinfort. Immer schön an allem vorbei. Eigentlich ist das Letzte, an was ich gedacht hatte, ne? Das direkt hier ist. So, möchtest du den russischen Glasclub beitreten? Ja. Möchtest du dein junges Leben beim russischen Glasspiel riskieren? Es ist mehr als nur ein Spiel. Du könntest dein Leben verlieren. Naja, wir müssen ja. Ich frage dich erneut, bist du dir ganz sicher? Na gut. In Ordnung. Dein Gegner wartet dort drüben. Er ist ein erfahrener Spieler. So viel Glück besaß noch niemand. Nun gut. Frage nun nach den Regeln. Ein böses Omen. Ich habe meinen Glücksbringer vergessen. Die Regeln sind einfach. Eines der 5 Gläser enthält Gift. Jeder trinkt der Reihe nach. Derjenige, der überlebt, gewinnt. Ich fange an. Mit einem Schluck leert er den Gegner. Der Gegner sein Glas. Bin ich dran. Will schließt seine Augen und leert das Glas. Frage nochmal kurz die Leute. Ein junges Leben findet heute Nacht sein Ende. Ist das schon eine Vorhersage? Dein Gegner hat viel Geld gewonnen. Was macht er wohl damit? Du besitzt Mut. Du bist zu jung. Warum setzt du dein Leben aufs Spiel? Wir müssen es tun. Kein Spiel ist aufregender als dieses. Na gut. Wir nehmen das hier. Achso, erst muss er. Glück gehabt, doch noch ist das Spiel nicht zu Ende. Halse neu! Mit einem Schluck leert der Gegner das nächste Glas. Und jetzt. Es wird spannend. Will schließt die Augen. Das ist das vorletzte Glas. Haben wir jetzt gewonnen? Glück gehabt, doch noch ist das Spiel nicht zu Ende. Das letzte Glas. Halte ein! Der Junge hat gewonnen! Trink es nicht! Es wird dich töten! Ich muss. Die Ehre gebietet es mir. Ich habe verloren. Mein Leben. Er ergreift das Glas. Stopp! Du hast schon verloren. Trink nicht! An dieser Stelle, ganz kurz erwähnt, der sich dort das Leben nimmt, hat zu Hause eine schwangere Frau. Er trinkt es trotzdem. Kein Verständnis dafür. Ohne die Zuschauer zu beachten, leert er das letzte Glas. Mit dem Gift. Ohne Worte. Du bist der russische Glasgegner meines Mannes. Mein Mann sagte einst, er hätte ertragreiche, aber sehr gefährliche Arbeit gefunden. Dies ist sein Testament. Hier steht, an meinen Gegner. Das Schicksal wollte es. Draußen stehen 4 Krugs. Sie gehören dir.
Musste das sein? Musste er sich umbringen? Ich werde meinen Mann ewig lieben, auch wenn er nicht mehr bei mir sein kann. Fällt mir nicht ein. Naja. So, dann lassen wir die gutste Frau mal alleine. Ja, die stehen jetzt hier. Na gut, dann könnten wir jetzt eigentlich zu unseren Freunden. Wir haben jetzt schon den nächsten Tag. Hat er bei der Frau gepennt? Entschuldigung. Falsche Tür. Auch geil mit der Privatsphäre, oder? Ihr habt Krugs. Sie sind doch teuer. Warum so traurig? Vielleicht sollte ich besser nicht fragen. Ich denke, wir sollten nach Westen gehen. Nach Euro. Lance und Lily möchten hier bleiben. Du solltest mit ihnen sprechen. Ja, wenn sie das unbedingt möchten. Auch ich habe mich entschieden, hier zu bleiben. Frag Lance nach dem Grund. Ich würde gerne bei euch bleiben, aber ich kann meinen Vater nicht im Stich lassen. Außerdem gibt es da noch einen Grund. Ich habe vor, mehr Zeit mit Lily zu verbringen. Ich fühle mich irgendwie unwohl, denn ich lasse euch nicht gerne alleine. Aber ich muss meinem Herzen folgen. Dennoch wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, ihr werdet es schaffen. War mir eigentlich schon fast klar, dass er bei seinem Vater sein möchte und gleichzeitig halt die Zeit mit Lily verbringen möchte. Ich wünsche, Lance und Lily kämen mit uns. Naja, kannst es nicht ändern. Neas Familie betreibt ein Handelsunternehmen in Euro. Dann lass uns losgehen. Der Augenblick, wenn sich zwei Menschen das erste Mal verlieben, ist magisch. Dieses Gefühl wird man niemals vergessen. Meine Eltern wohnen übrigens in Euro. Sie werden uns helfen, sobald wir dort sind. Auf nach Euro. Na, dann gehen wir mal nach Euro. Mit springendem Gehoppel. Auf ins nächste Land! Die Stadt Euro. Gut, da sind wir schon. Wir durchquerten die Wüste und erreichten nach langer Reise die Stadt Euro. In Euro herrschte reges Treiben. Die Stadt war viel größer, als ich dachte. Neas Eltern lebten hier. Sie betrieben eine Firma namens Rolex. Nea war das erste Mal seit 3 Jahren hier. Seine Eltern waren außer sich vor Freude. Sie zündeten ein Feuerwerk und bestellten Tänzer. Es war eine einmalige Willkommensfeier. In diesem Haus leben Neas Eltern. Wir durften die Gästezimmer benutzen. Sehr freundlich, oder? Fühlt euch wie zu Hause. Ich möchte mit meinen Eltern sprechen. Es ist 3 Jahre her. Ich habe Angst, wenn ich nun dringend mal auf Toilette muss und weit und breit keine finde. Hinter dir. Ist ein Top. Gehst du da rein? Oder sie muss ich halt mal umdrehen. Was für ein Haus. Die Stadtbewohner scheinen reicher zu sein als der König selbst. Schauen wir mal. Immer nach roten Juwelen Ausschau halten. Oder Heilkräutern oder irgendwas dergleichen.
Für sich selbst oder für andere zu leben, das ist die Frage. Können wir mit ihm sprechen? Nee, mit seiner Mutter. Wir haben so viel Geld verdient, jetzt wollen wir den Rest unseres Lebens genießen. Du wärst der richtige Nachfolger für uns. Also er. Wie gesagt, dem Vater können wir nicht sprechen. Der ist komisch, der möchte nicht mit uns reden. Ich glaube, das dürft ihr unter euch ausmachen. Aber ein wirklich sehr, sehr großes Haus. Vor einigen Tagen erschien ein mit Umhang verhüllter Fremdling. Er fragte, ob jemand namens Kara in der Stadt erschienen sei. Seine Augen waren kalt. Soll ich Kara davon erzählen? Naja, es wäre schon gut, wenn sie es weiß, ne? Ich mag diese Kara nicht. Sie benimmt sich wie eine Prinzessin. Sie ist eine Prinzessin. Ich würde mir also Spaß machen, ihr davon zu erzählen. Sag ich ihr's. Geh nochmal zu ihr. Frag mich, wer das sein soll. Naja, gut. Da gab es jetzt zwei Ausgänge. Also bestimmt dasselbe. Ja. Zwischen den Häusern befinden sich viele dunkle Gassen. Kürzlich stellte ein Mann namens Schakal viele Fragen. Er trug das Böse in seinen Augen. Ich vermute, er verfolgt jemanden. Das ist das Buch, das Rowski über die Zukunft der Menschheit schrieb. Das ist eine Teekanne. Wir nennen sie Tränenkanne. Einst brach ein polsprachiger Krieg aus. Als die Männer in die Schlacht zogen, sammelten die Frauen ihre Tränen in diesen Kannen. Wie salzig. Glaubst du an Wahrsager? Klar. Die Zukunft zeigt sich düster und unsicher. Ein riesiger Komet nähert sich der Erde. Die menschliche Rasse wird sterben. Verzweiflung ist alles, was danach bleibt. Noch so ein Kunde und unser Urlaub ist gesichert. Hey, Rotznase, auf dieser Seite hast du in der Theke nichts zu suchen. Na, was hast du denn Schönes? Das ist Maismehl, um Brot zu backen. Toll, ich hätte schon das gerne, das Brot fertig. Tut mir leid, aber für so etwas bist du noch zu jung. Was für Glocken? Also, das sind aus wie Glocken. So, Bimmeln. Ja? Naja. Viele Leute befinden sich unter dem Einfluss des Schreins. Der ist wohl gegangen. Du hast auf... Ja, ist ja gut, Mensch. Unsere Früchte sind reif, reich und schmackhaft. Reif. Reichschalen. Dank der Firma Rolex floriert die ganze Stadt. Schlimme Gerüchte sind im Umlauf, aber ich denke, die Firma ist in Ordnung. Anstehen. Warum? Ich will auch anstehen. Weiß man noch nicht warum, aber ich will es auch mal. Warum stehen wir hier an? In diesem Land befinden sich die besten Waren. Na gut. Ich glaube, wir lassen das erstmal. Ich weiß gar nicht, warum die von hier rausgehen.
Das ist der Ausgang. Bitte benutze den Eingang. Rausgeschoben. Vor allem immer wieder gefühlt dieselben, die ich anstellen. Na gut, ich würde sagen, wir verschieben das auf die nächste Folge. Ist schon wieder leider das Ende erreicht. Wie es dann in der nächsten Folge weitergeht, seht ihr da. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch und sag schon mal bis dahin, euer Paddy und ciao.